C-Crowds. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem ersten Video dieses World of Warships Tutorials. In diesem Video wollen wir euch berichten, was World of Warships tatsächlich ist, wie ihr einen Klienten herunterladet und installiert und wie ihr ein Benutzerkonto erstellt. Außerdem geben wir euch einen ersten Tipp, wie ihr von persönlichen Einladungslinks profitieren könnt. Fangen wir direkt an. Was ist World of Warships? World of Warships ist ein Online-Spiel, welches die historische Entwicklung von konventionellen Kriegsschiffen von Anfang des 20. bis Mitte des 20. Jahrhunderts nachzeichnet. Ihr schlüpft quasi in die Rolle eines Kapitäns und fahrt verschiedene Schiffstypen. Es gibt Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Alle diese Schiffe haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, Charakteristika und Einsatzgebiete. Und ihr seht das hier schon, ist symbolisch erklärt. Das könnt ihr euch dann in Ruhe durchschauen, wenn euch das Spiel weiter interessiert. Es gibt dann darüber hinaus noch viele verschiedene Marinemächte. Die UdSSR ist vertreten, die USA, Großbritannien und Deutschland, Frankreich. Also da stehen quasi alle Herzen offen oder alle Nationen offen und ihr werdet euer Schiff finden. Ja, und nun kommen wir schon zu den Systemvoraussetzungen. Ihr werdet sehen, die sind gar nicht so hoch. Unterstützt wird Windows und semi-professionell macOS. Windows hat minimalste Systemanforderungen, da reicht auch ein PC, der 8 Jahre alt ist. Hier eine Nvidia GeForce 8800, das ist ja, schon ziemlich lange her, dass es diese Grafikkarten am Markt gab. Und sobald ihr einen jüngeren PC habt, könnt ihr die Regler ganz schnell weiter nach rechts drehen und die Auflösung und Detailgrade weiter nach oben drehen, sodass ihr auch eine gewisse, ja, schöne Bilder habt, also Eye Candy, wie man das so schön nennt. Ja, und dann gibt es noch macOS, da sind die Anforderungen hier. Prinzipiell kann man sagen, dass Wargaming die Unterstützung nicht direkt gewährt, sondern Wargaming CodeWeavers unterstützt und CodeWeavers euch wiederum supportet. Und ja, es gibt einen Wrapper, den kann man hier herunterladen. Und ja, wenn ihr einen Bug habt, meldet ihn einfach und dann wird euch geholfen werden. Hier sind dann die Anforderungen dazu. Auch diese sind ja nicht ewig hoch, sondern eigentlich einigermaßen überschaubar. So, wir wollen jetzt den Klienten herunterladen. Dazu klickt ihr entweder bei Mac eben auf den orangen Button unten oder den wir eben vorher gezeigt haben oder hier auf den Windows-Klienten. Da klickt ihr einfach rauf, dann startet der Download. Hier ist dann die Anwendungsdatei, eine Exe-Datei, die gestartet werden möchte. Dafür wird ein ganz normaler Installationsprozess gestartet, eine Installationsroutine. Ihr gebt einen Pfad an, ihr müsst ein paar Haken setzen, zum Beispiel bei Ausnahme zur Firewall hinzufügen. Das ist ein Online-Spiel, das heißt, ihr braucht unbedingt einen Online-Zugang, damit ihr diese Sache spielen könnt. So, und wenn die Installation abgeschlossen ist, dann landet ihr in diesem Wargaming Center. Und da ist jetzt bei mir schon ein bisschen mehr da, als es bei euch ist. Bei euch wird voraussichtlich nur World of Warships hier als Reiter aktiv sein. Und ihr werdet hier unten sehen, dass hier ein Installationsbalken eingeblendet ist, wo der Download dargestellt ist, wie lange es noch dauert und wie schnell er gerade runterlädt. Das lasst ihr einfach durchlaufen, minimiert dieses Fenster, während wir euch jetzt erklären, wie ihr einen Account in World of Warships erstellen. Ihr habt dazu zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, ich möchte ein Konto erstellen und keinen Vorteil mitnehmen wie einen persönlichen Einladungslink. Wenn ihr hier oben auf Konto erstellen klickt, landet ihr einfach in dieser Übersicht, gebt eine E-Mail-Adresse ein, wählt einen Ingame-Namen, wählt das Spielepasswort aus. Lasst euch eine E-Mail zuschicken, wenn ihr hier auf Fortfahren klickt. Diese müsst ihr dann in eurem E-Mail-Account finden, also auch den Spam-Ordner prüfen, gerade wenn ihr das erste Mal von Wargaming eine E-Mail bekommt. Da ist ein Aktivierungslink drin, diesen klickt ihr an und danach ist euer Account aktiviert und ihr müsst dann nur noch warten, bis das Spiel fertig installiert ist. Oder ihr profitiert eben von einem persönlichen Einladungslink. Entweder von einem Einladungslink eurer Freunde, die ihr schon habt und die schon World of Warships spielen. Oder eben ihr nutzt unseren, der unten im Video verlinkt ist. Denn der persönliche Einladungslink lohnt sich sehr stark für euch.
Ihr fahrt ein einziges Gefecht in World of Warships und ihr bekommt sofort ein Premium-Schiff im Wert von knapp 5 Euro geschenkt. Also die Diana. Wenn ihr dann weiterspielt und euch die Level durchspielt und sei euch gesagt, es dauert nicht ewig lange, ein T6-Schiff zu erreichen, nämlich ein Standard-T6-Schiff, dann bekommt ihr ein weiteres Premium-Schiff geschenkt, nämlich die Tierstufe 5, die Texas. Das sind nochmal 10 Euro, also seid ihr da schon bei ungefähr 15 Euro. Darüber hinaus gibt es 3 Millionen Creditpunkte, 80.000 Free XP und Signalflaggen. Was das alles genau ist, was der Unterschied zwischen Standard- und Premium-Schiffen ist, was Creditpunkte sind, Free XP, Signalflaggen etc. pp., das werden wir euch alles in unseren nächsten Tutorial-Videos jeweils kurz und knapp, aber präzise erklären. Und ich kann euch nur ans Herz legen, ihr habt die Einladung, wenn ihr unseren Link unten angeklickt habt, seht ihr das genauso wie ich jetzt hier. Ja, Einladung zum Spiel vom Spieler Maracha, tritt ihm bei. Ja, dann klickt ihr hier auf Konto erstellen und landet quasi in derselben Maske. Hier einfach raufklicken, zack, und dann landet ihr in dieser Maske, um euer Konto zu erstellen. Seht ihr, ich habe es jetzt gerade einmal gemacht. Und dann seid ihr über meinen Link oder über den Link eures Freundes gegangen. Ich profitiere natürlich auch ein bisschen davon, aber nur für die ersten drei, die sich über diesen Link anmelden. Ich bekomme keine Schiffe geschenkt, ich bekomme ein paar Credits in-game. Das könnt ihr da übrigens auch abrufen, was dann meine Vorteile sind. So, und während ihr auf die Installation im Wargaming Center noch einen Moment warten müsst, sicherlich, könnt ihr euch gerne schon unser nächstes Tutorial ansehen, wenn es nämlich darum geht, was ist das Wargaming Center, wo drin liegen die Vor- und vielleicht auch Nachteile, wie ist alles richtig einzustellen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao! Seekrauts.